Hi Leute, wir sind's wieder. Dirk Lange mit mir hier aus Graz und wir haben euch schon ein paar Übungen gezeigt zur Verbesserung der allgemeinen Sprungkraft. Und es ist natürlich alles schön und gut, aber wir sind ja Schwimmer und wir sollten natürlich auch etwas schwimmnäher trainieren. Und Dirk, was können wir jetzt nochmal als separate Übungen zur Steigerung der Kraft machen, die vielleicht ein bisschen näher am Startsprung sind? Richtig, wir müssen also das, was wir eben antrainiert haben, in unsere spezifische Übungen einen Transfer herstellen. Das können wir sehr gut machen mit zwei Übungen, die ich gleich zeigen werde. Eine am THX, eine Startübung hier unten am Land, sodass wir den perfekten Übergang haben zu dem Block, was wir gleich nachher angehen werden. Erste Übung, du stellst also einen Fuß in diese THX-Schlaufe hinein. Dabei ist es jetzt egal, ob das Sprung- oder Sprungbein ist. Richtig, grundsätzlich beide Beine trainieren, also nicht nur eine Seite, sondern beide Beine trainieren. Alles klar. Mal nach vorne kommen. Und jetzt die Hauptaufmerksamkeit bei dir aus dem Fußgelenk rausspringen, das Knie anziehen und die Arme dabei halten. Und hopp. Ja, noch einmal. Du merkst schon Spannung im Oberschenkel und der Rücken anspannen. Genau. Die nächste Übung, die wir jetzt machen, merkst du schon, Oberschenkel? Ja. Versuch das gleiche Bein jetzt vorne zu haben, mach eine normale Startübung, um die Reaktionsgeschwindigkeit auch nochmal hier in Dynamik umzusetzen. Gib in der Startposition. Also wie auf dem Block. Schrittstartposition. Auch hier anspannen. Tonus aufbauen. Okay. Take a walk. Ja, versuch noch explosiver aus den Füßen rauszuspringen und die Hüfte reinzuschieben beim Springen. Ja, das perfekt. Das sind die ersten beiden Übungen, die wir hervorragend nutzen, um das ganze Ding auf dem Block ins Wasser zu bringen. Nochmal ganz kurz als Wiederholung für mich. Wichtig ist bei den Übungen jetzt, so wie es mir jetzt vorkam, dass wir immer in den unteren drei Gelenkpunkten eine Streckung haben. Richtig. Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Richtig. Und sie explosiv ausführen. Das will ich genau. Jetzt auch sagen. Ja. Alles klar, dann. Ja, macht es zu Hause nach. Vielleicht noch ganz kurz, sind diese Übungen jetzt für die Kinder schon geeignet oder sollte man da ein bisschen Erfahrung im Krafttraining, im Athletiktraining schon mitbringen? Wie siehst du das? Natürlich sind diese Übungen dafür geeignet, perfekte Explosivität zu schulen, aber muss man ein bisschen vorher vorbereitet sein. Die Vorbereitung kann nur über ein gutes Krafttraining im Vorfeld geschehen. Das heißt, für die Anfänger würde ich vielleicht diese Übung noch nicht wählen. Allerdings, wenn jemand schon im Kniebeugenbereich eine gute Stabilität hat, ist das durchaus anzuraten, sehr schnell in dynamische Übungen zu übersetzen. Genau. Und Stichwort Krafttraining, auch da haben wir euch schon einige Übungen gezeigt. Also schaut euch vielleicht nochmal da die Videos dazu an. Das war es jetzt mit diesem Video von uns. Wir sehen uns wieder im nächsten Teil am Beckenrand, nehme ich mal an. Richtig. Und werden dann versuchen, die Kraft ins Wasser zu übertragen. Macht's gut, bis bald von uns beiden. Ciao.